Das ist eine gute Idee, dieser Norman. Wie heißt er doch? Scott. Ja, der scheint ja ewig zu brauchen. Bobby und ich, wir können doch mithelfen. Ich bring meinen Vetter Bertie noch mit und dann machen wir ihn in die Garage fertig. Ja, und der Kostenpunkt? Ein Freundschaftspreis. Sehr gut, danke. Wir wohnen... draußen in Trenches Farm. Wir kommen hin, Sir. Gut, sehr gut. Wo willst du hin? David, wo gehst du hin? Zigaretten kaufen. Ach, Zigaretten. Ein paar Schachteln Zigaretten, bitte. Amerikanische, wenn's geht. Also, meine Herren, die Stunde ist um. Trinken Sie bitte allmählich aus und bringen Sie mir die Gläser an die Bar. Henry Niles. Sollte er nicht in eine Anstalt gebracht werden? Auf unsere Leute können wir allein Acht geben. Damit sind wir schon fertig. Weißt du noch, wie ich mit dir fertig geworden bin? Bist du nicht. Hast du es vergessen? Es hat mal eine Zeit gegeben, Mrs. Sumner, wo du auf deinen Knien darum gebettelt hast. Nimm deine Hand da weg. Austrinken, meine Herren. Bitte austrinken. Die Zeit ist um. Bringen Sie mir die Gläser. Na, Harry? Ich glaube, ich trinke noch eins, bevor ich gehe. Entschuldige, mein Onkel meint es nicht so, Harry. Hat ich mit einem Glas zu viel getrunken? Ja, entschuldigen Sie bitte, Mr. Harry Ware. Ich zahle dafür die Zigaretten von dem Amerikaner. Nein, vielen Dank, das ist doch nicht nötig. Wenn Sie nicht wollen, dann nicht, Sir. Ist die Garage bald fertig? Macht Norman seine Sache gut? Ja. Mhm. Und ich bezahle das kaputte Glas. Ich bezahle auch das Tuch und das Pflaster, womit er sich die Hand verbindet. Aber bevor ich heute Mittag nach Hause gehe, möchte ich noch ein Bier haben. Die Bar ist geschlossen, Tom. Oh. Komm, lass ihn in Frieden. Sie ist also geschlossen. Wollen wir sehen, ob sie geschlossen ist. Das wollen wir doch mal sehen. Komm, Alter, die Ruhe. Halt, hast du gesagt. Was? So, das genügt, Tom. Nun haben Sie Ihren Spaß gehabt. Bezahlen Sie und machen Sie, dass Sie rauskommen. Entschuldigen Sie bitte vielmals, Mr. Friedensrichter. Aber so bin ich nun mal. Was habe ich zu zahlen? Ein Pfund, alles zusammen. Also, Harry, ich zahle 30 Schilling freiwillig. Sind Sie einverstanden, Mäser? Gehen Sie nach Hause, Tom, ja? Oder Sie bekommen schon wieder eine Klage an den Hals. Kommt, Jungs, die Arbeit wartet. Wir sehen uns heute Abend, Herr. Ja, bis dann, Tom. Na, wir haben es gegeben. Ja, das kann man mal sagen. Wir sind schon bezahlt, Sir. Ja, jetzt. Was hat man davon? Wer war der alte Mann mit dem Bart? So? Ein Verwandter von deinem Freund Charlie? Ja. Hattest du mit diesem Charlie mal was? Sei nicht so neugierig. Ob du mal was mit ihm gehabt hast? Nein, natürlich nicht.
Na? Lass mich los, sonst weich in die Büsche. Hör auf. Erzähl's mir. Hör auf, nicht beseilen. Ich will's doch bloß das wissen. Das war überhaupt nichts. Sag's mir. Hör auf, ich sag es dir. Du hast es so gewollt. Na los, lass das ein, fahr weiter. Amy, hör auf, hör auf. Wenn du es unbedingt wissen willst. Lass das. Feigling. Du bist ja verrückt. Hast du Angst vor mir? Ich denke, du willst es wissen. Übrigens, David. Ja? Wenn er wollte, gern mit mir was anfangen. Ja? Und? Er hat's nicht geschafft. Tag. Sie kriegen morgen ein bisschen Unterstützung. Charles Wenner und sein Vetter kommen Ihnen helfen beim Dachdecken. Wir haben die Garage fertig, bevor Chris die Ratten rauskommt. Guten Tag, Miss. Chris? Ja, Chris. Ah ja, Mr. Corsey, der Rattenfänger. Soll ich mit anfassen, Sir? Ja. Das ist ja richtig antik, Sir. Schwer zu kriegen. Ja, meine Frau sammelt sowas. Aber hängen bleibt's an mir. Sie sind zu groß, Sir, für das, was ich jage. Da schlüpfen Sie durch. Na, wer weiß. Gefällt es Ihnen hier, Sir? Ja, ganz besonders. In den Staaten soll ja ziemlich viel los sein, Sir. Haben Sie was miterlebt, Sir? Bomben, Demonstrationen, Heckenschützen, Erschießen von Schwarzen, ne? Da soll sich ja niemand mehr auf die Straße trauen. Haben Sie das erlebt, Sir? Ich meine, waren Sie dabei? Als jemand erstochen wurde? Außer im Fernsehen habe ich es nie gesehen. Würden Sie das da abstellen? Ja. Nein, ich bin richtig froh, dass ich hier bin in dieser Ruhe. Die Luft, die man hier atmet, ist frisch und das Wasser, das man trinkt, kommt nicht aus der Flasche. In unseren Flaschen ist was anderes als Wasser drin, Sir. Also, die beiden kommen morgen raus und werden Ihnen helfen. Kiki! Na, hast du es dir überlegt, Norman? Nein, 10 Monate Knast genügen mir. Und was, wofür es sich lohnt? Nein. Außer dem hier. Du blöder Hund, du. Das merkt ihr gar nicht. Ein Dutzend hat die davon oder mehr. Voller Parfum. Gefällt dir mein Talisman? Scheiß drauf. Das, was reingehört, wäre mir lieber. Ja, ein bisschen was davon hätte ich auch ganz gerne, Normie. Charlie Wenner. Der hat sie mal genossen. Vor Jahren, als sie damals mit ihrem Vater hier war. Wenner lügt, diese blöde Sau. Und du lügst auch. Stell deine Fallen, verpass es ihnen allen. Kitty, Kitty, wo bist du denn? Komm, Kitty. Kitty. Kitty, Kitty. Kitty, Kitty. Kitty, Kitty, Kitty. Willst du was trinken? Ich kann die Katze nicht finden. Sie hört auch auf mich nicht. Und ich? Wehe dir, wenn nicht. Warum hast du diesen Charlie engagiert? Du hast ihn engagiert. Nicht ich. Kitty! Wenn sie in meinem Arbeitszimmer ist, bringe ich sie um. Was? Nichts. Das deines Vaters Sessel? Alle Sessel waren meines Vaters Sessel. War eine gute Idee, herzukommen. Was ist denn los mit dir? Küss mich. Küss mich. Ein wildes Tier bist du. Warum hast du den Heizofen aus dem Arbeitszimmer genommen? Weil ich ihn oben brauche. Gut, ich brauche ihn oben nicht. Es ist verdammt kalt da drin. Musik
Was kann ich ihm helfen? Komm schnell rüber, Nomi. Was gab's denn so viel zu lachen mit den beiden? Eigentlich nichts. Die finden dich nur seltsam. Weil ich Amerikaner bin, deshalb? Nein, nein. Nein. Einfach nur seltsam. Hm. Findest du mich auch seltsam? Ja, manchmal. Du benimmst dich, als wärst du 14. Bin ja auch 14. Wie wär's denn mit 12? Ja. Oder mit 8? Ich bin gerade scharf auf 8-Jährige. David? Was? Holst du mir bitte Salat? Ja. Und bring den verdammten Toaster in Ordnung. Kinder rein, als ob ich noch der Volksschule wäre. So was Albernes. Wir machen Schluss für heute, Mr. Sumner. Mr. Ridderway nimmt uns im Auto mit. Gut. Ach, was ich Ihnen und Ihrer Frau noch sagen wollte. Es kommt Ihnen vielleicht komisch vor, aber ich verstehe Ratten eigentlich besser, als ich Menschen verstehe. Und das, obwohl ich davon lebe, dass ich sie töte. Lebensunterhalt. Stell deine Fallen, verpass es ihnen allen. Das bin ich, Chris Corley. Ohne die Ratten wäre ich aufgeschmissen, das ist wahr. Ehrlich, und hier dagegen gibt es viele Ratten. Mr. Sumner, Ratten bedeuten Leben. Oh, schlaf nicht ein, du vollgefressener Bock. Hast dich rumgetrieben? Bist wieder bei deinem fetten Schaf gewesen? Major. Na, Major. Guten Abend. Wie wär's, Major? Darf ich Sie heute zu einem Bier einladen? Nein, danke, Tom. Ich bezahle lieber selbst. Sonst kämen wir heute Abend hier nicht mehr raus. Das wissen Sie doch. Ja, das weiß ich, Major. Danke, Herr. Na, John. Guten Abend, Sir. John, machst du mit? Ja. Hol dir einen Ball. Ich möchte einen irischen. John Niles, komm her zu mir. Musst du schon was spendieren, Tom? In deinem Fall nicht. Dein Bruder. Er ist wieder bei den Mädchen herumgeschlichen. Wenn du nicht besser auf ihn aufpassen kannst, müssen wir ihn einsperren lassen. Er hat nichts gemacht, Pa. Er hat ihm nur ein bisschen den Ball zugeworfen. Ein bisschen ist schon zu viel bei dem Typ. Sei vorsichtig, Norman. Keine Sorge, John, ich bin vorsichtig. Pass du nur auf deinen Bruder auf, sonst müssen wir das erledigen. Wenn mein Bruder noch mal was anstellt, irgendwas, dann werde ich selber ihn einsperren lassen. David, wie viele Stunden willst du noch arbeiten? Hast du mir einen Schreck eingejagt? Beobachtest du die beiden? Ich guck mal so. Wer gefällt dir wohl? Ich finde ihn süß. Was essen? Eine Tomate? Nein! Eine Pappelmuse? Na, wie geht's?
Du bist dran. Immer noch? Schade. Ist das dein Ernst, David? Dieser Zug beweist, dass Schwarz sich in Gefahr befindet. Schwarz hat keine Möglichkeit mehr, seine Figuren in Angriffspositionen zu bringen. Also muss Schwarz sich zurückziehen, um wenigstens den Restbestand seiner Truppen zu retten. Wenn es noch zwei Bauern verliert, braucht Weiß nur mit Hilfe des Turms. Ich ziehe mich aus, mache meine Gymnastik und bin im Bett, bevor du deinen nächsten Zug machst. Wollen wir wetten? Na los, beeil dich. Nicht mogeln. Brauche ich gar nicht. David! Aha, jetzt habe ich sie. Nein, David, Augenblick. Du bist noch nicht fertig, du mogelst. Das waren noch keine 100. Natürlich waren das 100, ich habe doppelt gezählt. Das macht deinen Zug. Wenn du doppelt zählst, habe ich mehr Zeit. Komm, mach deinen Zug. Habe ich doppelt so lange Zeit. Wie wär's mit den Bauern? Nein. Gar nicht so einfach, ne? Ganz gemein. Einen Augenblick noch. Bitte. Ja, jetzt habe ich's. So, jetzt bist du dran. Moment. Was machst du denn da? Ich mach die Armbanduhr ab, du Tier. Bist du fertig? Was soll das? Willst du mich erschrecken? Den Wecker ziehe ich noch auf. Bist du fertig? Warte mal. Was hast du denn jetzt schon wieder? Was machst du? David! Moment. David, was machst du da unten? Da muss noch eine Schachfigur sein. Hast du sie gefunden? Sieh nur mal nach. Hast du sie gefunden? Warte, ich helfe dir versuchen. Wo soll sie denn sein, die Figur? Hast du sie gefunden, ja? Nein, ich habe gar nichts gefunden. Ich glaube, es ist ein Turm. Nein. David, ich liebe dich. Und ich liebe dich. Nicht so gemein zu mir, wo ich dir doch nur helfen will. Wenn du mir helfen willst, dann sorge dafür, dass deine Freunde endlich fertig werden mit der Garage und dem Rattenfangen. Sorge dafür, dass sie fertig werden. Ja. Und bring die Toilette in Ordnung. Mach die Küche sauber. Das wäre eine phänomenale Hilfe. Ich liebe dich, Amy, aber ich bitte dich, lass mich jetzt in Frieden. Gut. Ich lass dich in Frieden mit deiner Tafel und mit deinen Büchern. Auf dieses Spiel zu spielen. Tu es nicht. Tu es nicht, bitte, Amy. Thank you.
sie mir den Körper ablecken. Als ob wer dir den Körper ableckt. Venner und Scott. Haben Sie einen guten Geschmack? Der verdammte Rattenfänger hat mich auch angestarrt. Warum trägst du keinen Büstenhalter? Warum sollte ich? Wenn du so rumläufst, musst du dich nicht wundern, wenn den beiden die Augen aus dem Kopf fallen. Aha. Wenn du einen Nagel einschlagen könntest, dann brauchen wir die beiden nicht. Hör zu, Amy. Wenn ich Toaster reparieren wollte und Garagen bauen, dann hätte ich nicht hierher kommen sollen. Dann könnte ich auch woanders bleiben. Also du meinst, wir hätten lieber nicht herziehen sollen? Wir sind hergezogen, weil ich das Stipendium bekam. Aber leider komme ich hier nicht zum Arbeiten. Du bist weggezogen, weil du nicht Farbe bekennen wolltest. Gib es zu. Das soll ich zugeben. Was? Ich war mit meiner Arbeit beschäftigt. Und du hast versucht, mich davon abzulenken. Das war nicht in Ordnung. Das habe ich nicht mitgemacht. Aber ich weiß, warum du hier bist. Warum? Weil du dich nirgendwo anders so wie hier verstecken kannst. Ich bin hergezogen, weil du mal gesagt hast, du glaubtest, dass wir hier glücklicher wären. Erinnerst du dich? Es tut mir leid. Tut es dir sehr leid oder nur leid? Sehr, sehr, sehr leid. Dann komm her. Ich gehe auf ein Bad nehmen. So, du brauchst kein Bad. Doch, ich brauche eins. Hey! Ich habe übrigens nie behauptet, zu denen zu gehören, die Farbe bekennen. Denkst du nach? Mhm. Hast du wohl keine Lust, spazieren zu gehen? Ja. Wann? Ein bisschen später. Nicht, Amy. Kann ich schreiben. Hallo. Guten Abend. Lass mich mit der Katze in Ruhe, Amy. Ich hab zu arbeiten. Kitty. Kitty. Kitty, Kitty, Kitty. Kitty. Kitty, Kitty. 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 Kitty, 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 Kitty. Verdammte Katze. Andere Seite, Sir. Augenblick, warte. Du sollst doch nicht losfahren. Warte noch einen Augenblick. Fire me the flag.
Komm schon, los! Namens Henry. Namens Janice. Henry, komm her. Er hat aber nichts getan. Das stimmt doch, Henry. Henry, soll ich dir immer wieder dasselbe sagen? Kannst du nicht hören? Aber das hätte sie früher wissen müssen, vor 20 Jahren. Habe ich recht, Tom? Na, na, nun reicht's. Ist sie noch unten in der Halle beim Bingo? Ja. Sag ihr, dass ich mich benehme und dass ich bald komme. Bobby? Sie darf ihr packen. Guten Abend, David. Na, Bobby! Lass sie nicht allein, deine Schwester. Nein, nein, keine Sorge. Wiedersehen, Mr. Sumner. Wiedersehen. Ich hätte gerne einen Scotch, einen doppelten, mit Eis. Zum Wohl. Hm? Zum Wohl. Guten Abend, Major. Guten Abend, Major. Guten Abend, Major. Mr. Sumner? Ja? Ich war auf dem Weg zu Ihrer Farm, um Sie in unserer kleinen Gemeinde willkommen zu heißen. Ich bin schon willkommen geheißen worden. Mein Name ist John Scott. Sehr angenehm. Ich sah draußen Ihr Auto stehen und da dachte ich mir, Sie könnten mich vielleicht mitnehmen. Unser Reverend und seine Frau sind wahrscheinlich schon bei Ihnen, um Sie zu überreden, kommenden Donnerstag an unserem geselligen Abend im Gemeindehaus teilzunehmen. Die beiden bringen mich dann nach Hause. Darf ich Sie zu einem Bier einladen, bevor Sie gehen? Nein, danke, Tom. Wir sind in Eile. Ich gebe eine Runde aus. Guten Abend, Major. Guten Abend, Major. Vorsicht, er fährt scharf. Lass dich überholen, wenn der Major dabei ist. Der eine fliegt auf Weiber, der andere fliegt auf Herrn. Bei mir ist Liebe warm und schön, ich bumm's mit jedem Kern. Na, und Amy, Sie sehen reizend aus. Warum haben Sie sich schon längst besucht? Keine Zeit, sonst wäre ich... Nett, dass Sie meinen betrunkenen Mann mitgebracht haben. Ich habe noch bin ich nicht betrunken. Tag. Ich habe ihn nur abgeholt. Ich bin David Sumner. Barney Hood, Tag. Ich freue mich sehr. Meine Frau. Guten Abend, Mrs. Hood. Guten Abend. Eine angenehme Überraschung. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Guten Abend, Barney. Guten Abend, Luise. Guten Abend. Guten Abend, Major. Was haben Sie im Glas, Herr Barren? Gott. Der Reverend und seine Frau sind gekommen, um uns für Donnerstag zu einem Abend ins Gemeindehaus einzuladen. Oh. Reverend, ich nehme an, das bedeutet noch ein bisschen mehr als nur die Einladung. Major, haben Sie ihm unseren Plan schon verraten? Kein Mensch sagt etwas über Geld. Also ich würde sagen, vielleicht... Ich nehme Sie. Ich danke Ihnen wärmstens. Und ich erwarte Sie beide zu unserem geselligen Abend im Gemeindehaus, wenn Sie Zeit dafür haben. Leider findet man heutzutage kaum Zeit zum Arbeiten. Aber Katzen sind ja auch nicht zu finden. Übrigens, Amy, hast du sie gefunden, deine... Kitty, Kitty, Kitty? Nein. Nun, David, lassen Sie uns wenigstens hoffen, dass Sie kommen können. Ja, hoffen lässt er Sie. Das ist doch Ihr Geschäft, Barney, nicht? Ja, hoffen und glauben. Wohltätigkeit nicht? Sehen Sie? Amy hat uns erzählt, warum Sie jetzt hier wohnen. Um zu schreiben und zu meditieren. Warum wohnen Sie hier? Ich wurde versetzt. Wollen Sie uns sagen, worüber Sie schreiben? Aber gern. Ich bin Astromathematiker. Aha, nie was davon gehört. Kein Wunder. Ich habe es eben erst erfunden. Möchten Sie noch einen haben? Danke. Ich habe einen bezahlten Auftrag.
Stipendium zum Studium der inneren Strukturen der Sterne. Und von Implikationen bezüglich der Strahlungscharakteristika. Langweilig Sie? Strahlung ist ein Ausdruck, der einen unangenehm berührt. Ja, allerdings. Das geht mir genauso. Solange nicht die nächste Bombe fällt, geht's ja noch. Können Sie leugnen, dass jetzt Wissenschaftler Verantwortung tragen? Und Sie? Noch nie vorher gab es ein Zeitalter, in dem man so viel Blut vergossen hat wie in Christi Namen. Das ist Montesquieu, nicht? Ach, wirklich? Wer ist das? Jemand, den man lesen sollte. Ich glaube, wir machen uns allmählich auf den Weg. Nehmt ihr mich mit oder muss ich laufen? Mrs. Hood, Sie sehen bezaubernd aus. Ich hole Ihren Mantel. Langweilt Gott Sie, Emi. Herzlichen Dank für die Spende. Ja, ich spiele ganz gut. Du warst grauenhaft zu dem Reverend. Nein, das stimmt nicht. Ich mag ihn. Er ist in Ordnung. Na? Ja, und seine Frau ist sehr attraktiv. Oh. Sie gefällt dir also. Komm doch mal her. Ich glaube, ich muss dir aber ein bisschen helfen, Liebling. Ne? David? Hm? Was ist eine Binärzahl? Nullen sind Einsen, Plus oder Minus. Sehr richtig, in Zweierfolgen. Hey, das stimmt sogar. Ja, du bist eine kluge Frau. Ja, das kannst du mir glauben. Ich brauche nur mitunter Hilfe. Wann? Na, jetzt zum Beispiel. Was sollst du haben? Was ist mit dir? Scott oder Corsey? Ich habe unten alle Türen und Fenster verriegelt. Und von jetzt an bleiben sie verriegelt. Einverstanden? Großartig. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Was? Scott oder Corsey? Weswegen? Um dir zu beweisen, wie leicht sie in dein Schlafzimmer kommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ach, wer treibt sich denn sonst hier herum? Wir haben die ganze Zeit alles offen gelassen. Jeder, der vorbeikam, kann es gewesen sein. Jeder, der vorbeikam? Ein völlig Fremder, der hier vorbeikommt an diesem Haus, geht rein, erdrosselt die Katze und hängt sie im Kleiderschrank auf? Ein Fremder, der vorbeikommt? Corsey oder Scott? Warte mal, bis es regnet, dann müssen sie wirklich bleiben. Willst du ihn den ganzen Tag zusehen? Soll ich rausgehen und mich mit ihnen unterhalten? Das brauchst du nicht, aber wir können zum Beispiel packen und abfahren. Abfahren? Warum denn? Und warum nicht? Weil wir die Miete bezahlt haben? Ich kann doch nicht einfach ohne Beweise rausgehen zu ihnen und sie verdächtigen, dass wir es getan haben. Warum denn gleich verdächtigen? Das wäre falsch. Du brauchst doch nur zu erwähnen, nebenbei, dass unsere Katze erdrosselt wurde und sehen, was dann passiert. Du willst es dir einfach nicht vorstellen, dass es von denen einer war. Also bitte, ich mache es. Ich gehe raus und werde erwähnen, dass wir unsere Katze nicht finden. Und Sie fragen, ob Sie sie gesehen haben. Den Hammer mal rüber. Das genügt dir wohl nicht. Nicht ganz. Vielleicht möchtest du ihnen lieber ein Briefchen an deine Tafel schreiben. Ja, wir gehen. Danke, bitte. Wenn Sie...
nicht. Hier rein, bitte. Nein, zum Kamin, bitte. Ja. Danke. Amy, hör zu. Ich hab sie drin und werde ihnen eine Falle stellen. Wann? Gleich. Offen oder geschlossen, Mr. Sumner? Ja, ich weiß nicht. Mal sehen. Offen. Wenn Sie das Ding aufkriegen. Entschuldige, Charlie. Es beißt zu. Kann ich mir vorstellen. Vorsicht. So, das hätten wir. Pass auf die Feder auf. Das ist ein gefährliches Ding, Sir. Das ist ein Sicherheitsriegel, Sir. Ja, ich sehe. Wohin wollt ihr es haben, Sir? Am besten passt es über den Kamin da. Möchte jemand ein Bier haben? Dankeschön. Oh, das ist eine gute Idee. Danke. Danke. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Mr. Sumner? Mhm. Wollen Sie gern irgendwann mal auf Jagd? Ach, ich habe da nicht viel Erfahrung. Aber Sie haben doch schon mal geschossen, Mr. Sumner. Na, vielleicht ein oder zweimal, es war... Na also, wir sollten es mal probieren. Gerade hier, wo Sie das richtige Gelände direkt vor der Tür haben. Ja? Ja, vor der Tür, genau. Wann? Wie wär's morgen, Sir? Ja, gut. Dankeschön, ich glaube, das würde mir schon Spaß machen. Könnte ich mir denken. Dankeschön. Und was ist mit der Garage? Die kann warten. Am besten treffen wir uns gegen 8:30 in Wakely. Danke, dass Sie mir das aufgehängt haben. Gerne schön. Ich habe kein Gewehr, oder meinen Sie, dass dieses genügt? Sie bekommen von uns eins, Sir. Sehr gut. Ja, vielen Dank fürs Bier, Sir. Danke. Keine Ursache. Vielen Dank für das Bier, Sir. Es war mir ein Vergnügen. Geben Sie den Lauf, Mr. Sumner. Warum? Es ist nicht geladen. Geben Sie den Lauf. Zur Sicherheit. Sind da. Das da ist Ihr Standort, Mr. Sumner. Sehr gut. So, das hier ist Ihr Sack. Wir treiben Ihnen die Enten zu. Winzig klein sind sie. Ja. Schießen dürfen Sie nur, wenn es Ihnen nicht gelingt, sie im Sack zu fangen. Aber wenn sie keine Ente fangen, dann schießen Sie eben. Sie müssten genau hier entlang geflattert kommen. Vielleicht kommen ein paar von Ihnen auch von hinten, Sir. Und ich bleibe hier? Würden Sie sich nicht vom Fleck, Sir. Also, wir schwärmen jetzt aus und wenn Sie uns brauchen, dann rufen Sie. Einfach rufen. Hier ist dein Sack, Norman. Du treibst sie mir zu, ja? Ja, das mache ich. Also, alles Gute, Sir. Danke.
wird eine Weile dauern, Sir. Ich hab Geduld. Charlie. Grüß dich, Amy. Darf ich reinkommen? Bitte sehr. Möchtest du etwas trinken? Ja, vielen Dank. Wenn du lieber ist, dass ich gehe, dann gehe ich. Nein. Trink erst dein Whisky und erzähl mir, was du von Katzen hältst. Ich habe Katzen gern. Bitte geh weg. Zum Narren. Bitte. Charlie. Amy, ich möchte dich nicht noch mehr schlagen. Oder willst du geschlagen werden? Nein.
Warum machst du den Schrank nicht auf? Mehr als eine Katze haben wir nicht. Benno, Skat schmeiß ich morgen früh raus. Bravo, du tapferer Krieger. Was haben Sie verbrochen? Sie haben mich sitzen gelassen, im Moor sind weggefahren. Die, die zu Hause sitzen und warten, kriegen auch ihr Fett. Was? Gar nichts. Wenn du rechtzeitig wegen der Katze was gesagt hättest, dann wäre das alles nicht passiert. Vorsicht. Nichts wäre Vorsicht, passiert. Vorsicht, ich wollte etwas sagen. Da kommst du mit deinem kindischen Trick und verdirbst mir jede Chance, etwas herauszukriegen. David, das ist nicht jetzt wahr. Spreche ich. Du hast mich gezwungen dazu und es hat keinen Sinn, mich zu zwingen. Ich habe dich nicht gezwungen. Wann wirst du endlich lernen, erwachsen zu werden? Hm? Ich versuche es ja. Das hättest du schon lange tun können. Dann wäre es noch besser gewesen, sie zu fragen, statt sich diesen dämlichen Trick mit der Milch auszudenken. Du bist ein Feigling. Nein, das bin ich nicht. Und ich bin ein Feigling. Bloß ich geb's zu. Ich aber nicht. Ich nehm's dir nicht übel, dass du dich in deinem Arbeitszimmer versteckst. Und ich würde mich da auch gern verstecken. Ich kann es nicht mehr. Wenn ich darf. Sie können gehen. Alle können Sie gehen. Und die Ratten? Ich habe die Stunden aufgeschrieben, die Sie gearbeitet haben und die Stunden abgezogen, die Sie vertrödelt haben. Hier steht alles. Warum denn? Was haben wir getan, Sir? Wir können doch bitte eine Arbeit aufhören. Hören Sie mir einen Augenblick zu. Man schuftet sich ab. Ich will Sie auf meinem Grundstück nicht mehr sehen. Deswegen möchte ich, dass Sie gehen. Und zwar sofort. Ist das klar? Wir haben die ganze Zeit gearbeitet, Sir. Getrödelt haben wir nicht. Na schön, dann gehen wir eben. Immer mit der Ruhe. Hey, das ist nicht alles für dich. Zählen dürfen. Das machen wir jetzt. Mit dem Geld kann man doch nicht nach Hause kriegen. Hier, komm, du kriegst noch einen blauen von mir. Ich das gewusst hätte, wäre ich gar nicht erst gekommen. Du kriegst auch noch einen. Ja, viel besser drauf haben können für drei Wochen. Der stinkt ja dein Nase. Das hätte ich nochmal. Um 8 fängt der bunte Abend an. Na, noch ein Gläschen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen. Sieh mal, wer da kommt. Guten Abend. Das ist ein bisschen blass. Guten Abend, Mr. Sumner. Guten Abend. Guten Abend, Dennis. Ich freue mich sehr. Ich zeige Ihre Plätze. Sie kennen sich ja bereits. Guten Abend, Mr. Sumner. Wir haben heute Zeit gefunden. Wir sind für Sie reserviert. Dankeschön. Ich glaube, Sie werden alles gut sehen von hier. Aber ja. Möchten Sie einen Becher Saft haben? Ja, sehr gern. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Dankeschön. Viel Spaß. Ich
Willst du alles alleine aufreißen? So viel, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem diesjährigen geselligen Abend. Ich freue mich, die altbekannten Gesichter zu sehen. Und ich freue mich genauso über die neuen. Zur Eröffnung des Abends spricht wie immer Reverend Barney Hood. Euer Vikar, bitte sehr. Herzlichen Dank. Zu Beginn, meine Damen und Herren, sehen Sie meinen berühmten Zeitungstrick. Den kenne ich ja schon, vom letzten Jahr. Ja, und den werde ich dir bestimmt auch nächstes Jahr zeigen, Tom. Also, meine Damen und Herren, es ist ganz einfach. Ich mache nichts weiter, als eine normale Zeitung mitten durchzureißen. Beide Teile reiße ich noch einmal durch. Falte sie zusammen. Musik bitte. Ich falte die Teile vorsichtig auseinander. Reiße noch einmal durch. So, nun wieder zusammenfalten. Gefällt Ihnen, Mrs. Johnson? Ja, sehr, Referent. Ja, das ist ein guter Trick. Immer wieder, gefällt mir auch. Und nun falten wir sie wieder auseinander. Guten Abend, David. Soweit komme ich endlich mal zum Zeitung lesen. Na, Janice? Es geht noch einmal. Möchtest du auch? Noch einmal. Und sieh mal an, die Zeitung ist ja gar nicht zerrissen. Wirklich nicht? Nein, sehen Sie sich die Zeitung an. Sie werden feststellen, dass sie tatsächlich nicht zerrissen ist. Tut mir leid, meine Damen und Herren, aber Sie müssen alle vorhin geträumt haben. Nicht einmal angerissen sind die Seiten. Na, Henry? Guten Abend. Ich gehe ein Stück spazieren. Willst du mitkommen? Und nun, meine Damen und Herren, mein Meistertrick. Sie sehen hier ein leeres Glas. Dieses Glas möchte ich gefüllt sehen. Mit Milch. Funktioniert der Trick nicht besser mit Whisky? Nichts funktioniert besser mit Whisky. Außer mir. Du hast ja auch noch nie gearbeitet. Ich nehme also jetzt den Deckel von diesem Kakaotopf ab und stelle vorsichtig das leere Glas hinein. Setze ich den Deckel wieder auf. Abracadabra. Was ist in dem leeren Glas jetzt drin? Schöne, frische, saubere, gesunde Milch. Bravo, Barney! Wenn ich dich dazu bekehren könnte, Tom, das wäre ein Wunder. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Bitte, Major. Die nächste Attraktion des heutigen Abends, meine Damen und Herren, ist eine hervorragende Sängerin, Miss Valerie Richards. Ja. Sie wird die Arie Caro Nome aus der Oper Rigoletto für uns singen. Vater, Janice ist weg. Ich habe sie draußen im Garten gesehen. Mit Henry Niles ist sie weggegangen. Er hatte seinen Arm um sie. Er hat sie angefasst. Sean Niles. Was gibt es denn, Tom? Er hat sie überall angefasst. Du musst keine Angst haben, Henry. Den finde ich. Nein, lass uns erst nach Janice suchen. Alles andere ist unwichtig. Henry, hast du schon mal jemand einen Kuss gegeben? Nein. Hol alle deine Freunde zusammen und such sie. Ich warte in der Kneipe. Hol alle zusammen. Möchtest du gerne mich küssen? Geh und finde das Schwein. Würden Sie jetzt bitte alle aufstehen? Noch brennen diese Kerzen, aber sie werden verlöschen. Lass mich daran. Und alle ihr Heiligen. Was ist denn los? Was hat er denn? Ist es nicht, Henry Niles? Durch das ewige Feuer. Und ihr alle, die ihr seid. Amen. Amen. Ich muss weg. Nein. Sie tun dir weh.
Janis, antworte, wo bist du? Janis, wir suchen dich. Wir wissen nicht, wo sie ist. Wir waren überall im Dorf. Sucht weiter. Aber jetzt kommt schon der Nebel. Habt ihr inzwischen den Lastwagen nachgesehen, die vor dem Gemeindehaus stehen? Los, lauf schon. Ich geh mit. Wir müssen gleich zu Hause sein. Kann ich dir helfen? David! Um Gottes Willen, ich konnte nicht mehr halten. Oh Gott, David! Vorsicht! Ich hab ihn. Nimm du den Schlüssel. Vorsicht, Vorsicht! David, weißt du, wer das ist? Henry Niles. Ich will ihn nicht im Haus haben. Er ist verletzt. Trotzdem will ich ihn hier nicht haben. Bitte, dann geh nach oben und leg dich ins Bett. Oder nimm ein Bad. Geh nur raus hier. Er bleibt da, bis der Arzt kommt. Was heißt das, du willst ihn nicht haben? David, hast du jemanden erreicht? Nein, der Arzt ist nicht zu Hause und der Anwalt auch nicht. Kein Mensch geht ran. Ich werde es in der Kneipe versuchen. Hallo, hier ist die Bar. Hallo, hier spricht David Sumner. Nein, der ist nicht hier. Wenn er kommt, dann sagen Sie ihm doch bitte, er möchte schnell zu mir rauskommen. Ich habe Henry Niles hier. In Ordnung. Das war der Amerikaner, er fragte nach dem Arzt. Henry Niles liegt bei ihm im Haus. Er hat ihn mit dem Auto angefahren. Eine Flasche. Mir auch eine. Danke. Lass Norman und mich reingehen, Tom. Wir kennen den Amerikaner. Ich will wissen, wo meine Janice ist. Wir werden das schon rausbekommen. Ridley, bleib draußen. Er bleibt bei dir. Gut, ich bleib hier. Ist Henry Niles bei Ihnen im Haus? Augenblick, wo ist der Arzt? Wir brauchen Henry Niles. Warum, was wollen Sie der von Kerl ihm? Der Kerl wird gesucht. Mach auf! Hey! Mach auf! Tu nichts, als ob du schläfst. Hier auf, hoch, du Schwein! Halt, was soll das? Lassen Sie los! Ruhig, der kann eine Rippe gebrochen haben. Oh, verzammt. Er wird bald mehr gebrochen haben, wenn er uns nicht sagt, wo Janice Hedden ist. Was ist mit Janice Hedden? Abgehauen. Was hast du mit Janice Hedden gemacht, du perverses Schwein? Er hat seine Schweinereien mit Janice gemacht. Er ist mit ihr weggegangen. Überall hat er sie angefasst. Sie lief weg, er hinterher, und jetzt kann man sie nicht mehr finden. Gut, ich verstehe, dass... Sag uns, wo sie ist! Lassen Sie nicht an! Lassen Sie los! Machen Sie es nicht nochmal. Das geht Sie überhaupt nichts an. Also mischen Sie sich nicht ein. Da sind Sie im Irrtum. Weil ich ihn überfahren habe. Hören Sie zu, Mr. Sumner. Wir sind gekommen, um dieses dreckige Schwein zu holen. Dazu sind wir gekommen. Und ob Sie uns helfen, Mr. Sumner, oder nicht, wir holen ihn uns. David, hör auf! Hören Sie zu. Henry, haben Sie Janice Hedden gesehen? Natürlich hat er sie gesehen. Haben Sie gehört, was ich gesagt habe? Er hat mit ihr rumgespielt. Bringen Sie sich nicht auf. Henry, hören Sie mir zu. Sind Sie heute Abend mit Janice Hedden aus dem Gemeindehaus weggegangen? Hören Sie zu. Henry. Sie sehen doch, er ist hilflos. Nicht mal einer Fliege kann er was tun. Suchen Sie lieber nach Janice Hedden, statt hier tatenlos rumzustehen. Bitte. In Ordnung. Wir gehen und suchen Janice und Sie suchen den Arzt.
Nein, mit meiner Frau lasse ich den Mann hier nicht Sie allein. Sie sagen doch, er ist hilflos. Ja, Ihre Frau und Ihr Kind würden Sie nicht allein bei ihm lassen. Das ist wohl was anderes. Ich werde Ihnen was sagen. Er bleibt hier, bis der Arzt da ist. So lange bleibt er in meinem Haus. Ich bin für ihn verantwortlich. Sie sind für ihn verantwortlich? Ja, das bin ich. Wieso? Dies ist mein Haus. Also bitte gehen Sie jetzt. Sie brauchen nicht hier zu bleiben. Gehen Sie. Die Polizei wird gleich da sein. Was hat das Schwein gesagt? Kein Wort. Und weshalb habt ihr nicht zum Reden gebracht? Deswegen sind wir doch hier. David. Warum gehst du nicht raus und machst uns Kaffee? Ich will einen Eis haben. Ich gehe rein. Bitte, David, lass sie aufhören. Hab keine Angst. Eiche, das kriegt keiner kaputt. Ich kann die da draußen verstehen. Ich würde mich vielleicht genauso verhalten, wenn es um mein Kind ginge. Amy, geh zu Bett, ja? Es wird gar nichts geschehen. Geben Sie mir diesen Eis! Hey! Nein! Lassen Sie das sein! Das ist ungesetzlich! Wenn Sie nicht sofort damit aufhören, dann verklage ich Sie! So, das reicht. Der Spaß geht zu weit. Jetzt gebe ich Ihnen noch einmal eine Chance. Wenn Sie jetzt nicht verschwinden, dann werde ich Ihnen Ärger machen. Das ist mein Ernst. Komm. Chris! Komm, die werden jetzt vernünftig sein. Geh nur nach oben. Hab keine Angst. Wo gehst du hin? Ich will nur das Fenster in Ordnung bringen. Meinst du nicht, wir sollen lieber abhauen? Wieso? Wir kriegen diesen Miles. Ich wette, dass wir das Schwein kriegen. Na bitte, warum denn abhauen? Er hat kein Recht zu leben. Ihr wie der. Du, ich habe eine Idee. Ich gehe in das Haus, kletter durchs Fenster rein und hole diesen Miles raus. Und ihr könnt inzwischen ein bisschen Lärm machen. Hey. Was soll das? Seid ihr nicht bei Trost? Weil wir den Irren haben, ist das Sommer. Bleiben Sie liegen. Ich muss austreten. Kommen Sie. Ich warne Sie, die dämlichen Amerikaner. Geben das Schwein raus, bevor jemand verletzt wird. Los, vorwärts. Rauf nach oben. Ich habe mir genug gefallen lassen in meinem Leben. Da drin kann er nicht bleiben. Nur mal sehen, ob wir hier nicht reinkommen. Nein! Gebt mir Henry Niles und es fließt Blut! Du weißt nicht, was du tust. Gib ihm Niles, was anderes wollen sie nicht. Nur Niles wollen sie haben. Ich bitte dich, David, gib ihn diesen Verrückten. Sie werden ihn totschlagen. Das ist mir egal. Gib das Schwein raus! Und ich schlage das Kind. Los, gib ihn raus! Habt ihr gehört? Und es würde dir überhaupt nichts ausmachen. Nein, es ist mir gleichgültig. Hast du noch was zu trinken, Charlie? In meiner Flasche ist nichts mehr drin. In meiner auch nicht. Nein, ich kann es nicht. In diesem Haus lebe ich. Dieses Haus bin ich. Gewalttaten in diesem Haus lasse ich nicht zu. Amy, geh nach oben. Nein, bitte lass mich nicht allein. Tu, was ich dir sage. Chris, lauf weg! Amy, ich bin's, Major Scott. Kommen Sie rein.
die feindlichen Linien durchgeschlagen? Keine Sorge, ich spreche mit Ihnen und dann verschwinden Sie. Tut mir leid, dass ich nicht früher hier war. Ja, mir auch. Die schmeißen hier allmählich alle Fenster ein. Tom ist halt wahnsinnig vor Sorge um Sie und völlig betrunken. Ja, ich weiß, aber nichts gegen das Gesetz. Henry, das Wein. Ja, wo kann er? Das werden die bereuen. David! Na, Tom? Sie sind nicht mehr ganz bei Trost, was? Schmeiß anderen Leuten nicht die Fenster ein, das ist strafbar. Sagen Sie ihm, wenn er mir den Kerl nicht rausschickt, dann werde ich ihn holen. Geben Sie mir Ihre verdammte Knarre und machen Sie, dass ich wegkomme. Das ist ein Befehl. Und was ist mit meiner Janice? Was würden Sie machen, wenn sie Ihr Kind wäre? Er hat ihr was getan. Seien Sie vernünftig, Tom. Wir wollen beide nicht, dass ihr noch mehr passiert, nicht wahr? Wenn Sie Henry Niles rechtzeitig eingesperrt hätten, dann wäre überhaupt nichts passiert. Bei meiner Emma, da haben Sie mich zu lange gefackelt. Verdammt nochmal, hätten, geben Sie mir die Knarre. Verdammt nochmal, Mason, lassen Sie los. David! Mörder! Gemeine Mörder! David, schieb den Riegel vor. Lass niemand rein, bitte. Ruf irgendjemand an. Du musst telefonieren. Telefonieren können Sie nicht. Tot. Los, das Licht aus. Mach schon. Dass es so weit geht, damit habe ich nicht gerechnet, Norman. Ja, das ist nur mal Pech. Wir waren alle dabei. Alle sind wir mitschuldig. Nach dem Gesetz. Hey, nein! Es hat keinen Zweck, gib ihn als David! Die kommen nicht in mein Haus rein. David! Nein, komm raus! Halten Sie Ihren Mund! Hör zu, ich sorge dafür, dass niemand in dieses Haus reinkommt. Verlass dich drauf. David! Hört auf damit! Es geht hier, Major Scott! David, sie kommen rein. Du kannst sie davon nicht abhalten. Ich kann sie abhalten. Wie? Es sind 5 Männer da draußen. Ich weiß. Und sie haben Gewehre. Das weiß ich auch. Amy, ich weiß, was ich tue. Ich verspreche dir, David, wenn du ihn Niles nicht gibst, dann tue ich es. Nein, das tust du nicht. Amy, das geht niemandem was an. Das Licht. Geh nach oben und schalt alles Licht ein. Dann können sie mich nicht sehen, aber ich kann sie sehen. Mach schon los. Nein. Nein, David, das mache ich nicht. Natürlich machst du das. Ich sage dir, du sollst nach oben gehen. Mach, dass du raufkommst. Mach schon. Was willst du gegen sie ausrichten, so ganz allein? Ich brauche Draht oder Hilfe. Ich brauche Draht oder sowas. Haben wir das? Nein. Ich rate dir, dich nicht zu nah bei den Fenstern aufzuhalten. Und schalte alle anderen Lampen hier oben ein, damit es möglichst hell ist. Ich denke nicht daran. Es hat überhaupt keinen Zweck. Ach so. Willst du da nicht Niles unterhalten? Ich komme mit Charlie. Moment!
Nicht, David! Lass mich los, Charlie! Nicht sie, sag euch entschieden! Warte sie mal auf! Verdammt, warum lässt du sie nicht rein? David, ich habe es satt. Warte. Wenn du nicht vernünftig wirst und den Verrückten rauslässt, dann lass mich raus. Lass mich raus. Geh doch, geh doch. Bitte, geh doch. Lass mich! Munition, Tom! Genug, Sir! Nur für Niles! Sie geht auch nicht auf. Wir kommen rein, ihr Schweine! Hör zu, Amy. Weißt du, was passiert, wenn sie reinkommen? Dann bringen sie uns alle um. Ich habe es so weit getrieben, um noch zurück zu können. Begreifst du das? Sie bringen uns um, wenn sie reinkommen. Nur nicht die Nerven verlieren. Bleib hier. Da sind noch mehr Blumenzöpfe. Kommt her, holt sie euch! Kommst du schon? Ja, ich glaube schon. Wenn du drin bist, sag ich doch, er soll nicht schießen. Dann schleichst du dich vor und machst die Tür auf. Chris? Ja? Pass bloß auf, dass er mir nicht doch eine verpasst. Ich pass auf, keine Sorge. Mrs. Sumner, ich hab was für Sie. Hier, gucken Sie mal. Sehen Sie das niedliche Tierchen? Hört er nicht auf! Loslassen. Nur eine Bewegung. Und ich steche zu. Geben Sie mir Ihre andere Hand. Los. Ich habe nichts damit zu tun, Sir. Eigentlich nur Wenner und Hedden. Sie haben es auf Ihre Frau abgesehen. Tue ich Ihnen wem ist das Gatt? Ich fühle das Glas an der Kehle. Gut. Ich hoffe, Sie schneiden Sie sich auf. Hierher, alle! Amy, komm her! Hilfe, hol mich raus! Oh, vorsichtig! Pass auf das Glas! Oh. Still halten. So, ich hab's. Jetzt nach oben leise. Los, komm mit. David! David! Nein, lass mich los! David! Hilfe! David! Hilfe! David, nein! Die Tür zum Boden, mach sie auf. Kommen Sie. Kommen Sie mit. Tom! Mach die Tür auf, oder ich schieß dir die Beine ab. Eine Sekunde. Eine Sekunde, ich mach auf. Eine Sekunde. Ich kann ihn nicht sehen. Mach die Tür auf! Das wird schon halten. Wo ist der Feuerhaken? Gib auf. Schrei, wenn du sie da kommen siehst. Charlie, komm hierher! Komm her, die Stange ist schon raus. Komm, nimm dir die Eisenstange.
Geschafft! Fertig machen zum Einsteigen! Hier, nimm dir die Stange! Der spinnt, der spielt Musik! Ein Zwei, ein Zwei. Aus dem Weg, ich will rein. Was ist denn passiert, Tom? Ich sage Ihnen, bleiben Sie draußen. Ich hoffe, Mr. Sandler. Nichts mehr drin. Oder schon wieder. Drücken Sie ab, dann weiß ich Bescheid. Ich habe viel Zeit. Mr. Sumner. Hilfe, Hilfe! Hilf mir! Ah, lass mich los! Hilfe! Fass mich nicht an! Nein! Nimm ihn mit nach unten, Charlie, und gib ihm, was er braucht. Ich rufe dich, wenn ich fertig bin. Nun geh schon, Charlie.
endgültig erledigt. Thank you.